Willkommen auf meinem Kanal, ich möchte dir heute hier ein Fan-Favorit der 900er Serie hier vorstellen. Kostet hier 230.200 Euro. So, hier haben wir das gute Stück Leasing 11.765. Ja, 63 km/h soll er schnell sein. 370 Liter Kraftstofftank, 400 PS entsprechend 294 kW. Hauptfarbe, wie wir sehen, können wir entsprechend ändern. Beispiel, wenn einer mal kommunal mag, ja, kann ihn auf kommunal machen oder blau. Also mir persönlich gefällt er jetzt in der Klassikerfarbe natürlich irgendwie am besten. Das gleiche ist hier jetzt denn mit der Felgenfarbe. Gefällt mir in Klassik am besten. Dann haben wir hier Designfarbe. Jetzt der hier Auspuff verchromt. Ja, Chrom sieht auch immer geil aus. Ja, für 1000 Euro, wie wir sehen. Also jetzt haben wir einen Reifenhersteller Trenneborg. Dann haben wir jetzt die Standardbereifung. Dann haben wir hier Radgewichte, Breitreifen und Breitreifen mit Radgewichte, Pflegebereifung, Zwillingsbereifung hinten, Zwillingsbereifung allgemein und dann wieder Standard. Dann haben wir hier Nokian Kommunal. Das wäre, wenn du den ins Kommunal nimmst, wäre das schon mal sehr interessant. Und dann sind wir wieder über Standard. Dann haben wir jetzt hier einmal Kotflügel hinten. Ja, das ist, wenn du hast hier die fetten Dinger drauf hast oder du hast jetzt, wie jetzt, ich jetzt habe hier zum Beispiel, also Standard, oder du würdest jetzt die Pflegebereifung drauf haben. Ja, dann haben wir jetzt mal Kotflügel vorne auch noch, die können wir auch natürlich wegnehmen. Dann haben wir hier vorne jetzt 1600 Kilo Gewicht, oder wir nehmen vorne Frontelektraulik. Ja, ich denke mal, wir bleiben mal bei der Frontelektraulik. Dann haben wir Motorisierung, jetzt den 916er. Für 11.500 Euro haben wir hier den 920er, da haben wir 200 PS. Dann haben wir hier den 924er, für 22.300 haben wir 320 PS. Oder hier den 926er, 30.500, da haben wir 400 PS. Also irgendwie am Anfang hat das irgendwie, glaube ich, nicht ganz hingehauen, glaube ich. Mit der oben den Eintrag vermute ich mal, weil ich habe ja davor 400 PS gehabt, wo ich euch gesagt habe. Und jetzt hier den 916er, da haben wir hier 165 PS, entsprechend hier 121 kW. Das war jetzt der Anfang. Keine Ahnung, warum dann da vorne, wo ich den gekauft habe oder euch gezeigt habe, da 400 PS stand. Dann haben wir hier noch Frontladekonsole für 1500 Euro. Wir kaufen das ein gutes Stück einmal so. Jetzt haben wir die schwache Leistung. Jetzt machen wir mal mit den starken. Dann nehmen wir die Kotflügel natürlich noch mit und hinten auch. Dann nehmen wir hier, sehen wir hier die Breitreifen. Dann nehmen wir den mal in einer anderen Farbe natürlich. Dann nehmen wir hier den matten Auspuff. Und dann, ja, können wir ja auch mal auf kommunal umsteigen. Dann müssen wir natürlich die Kotflügel hinten natürlich normal machen. Das sieht dann natürlich viel schicker aus. Lassen wir hier vorne das Frontgewicht auch noch drauf. Andere würden sagen, nein, geht nicht, du hast Frontladekonsole. Ja, ich weiß. Aber ist ja egal, das ist ja ein Spiel. So, jetzt starten wir mal. Fahren wir einfach jetzt mal hier. Also entlang. Da sehen wir jetzt die Achse hier. Hat gut Gewicht. Mietschube. Husen hätte ich mir mehr erwartet, weil er ja kein AdBlue hat. Aber dafür hier Lampenschube. Das ist schon mal ganz ordentlich. Wir driften auch ein bisschen. Da passt es ganz gut. Also abgehen tut er schon gewaltig. Hier 50 km/h machen wir jetzt da. 60, 62, 63. Er ist schon jetzt eingesaut, muss man auch noch sagen. Erstmal gleich hier mit dem hier unser Attacher.
Jedenfalls sieht er jetzt gut nach Arbeit aus. Sehen wir jetzt die hier. Hm, passt. Hupe geht auch. Voilà. Vorne ja, am Hauptzapfwelle. Vorne ja, schön, die Scheinwerfer noch drin auch. Sieht pipi fein aus. Finde ich ganz gut. Ja, da kommt jetzt hier unser Kugelkopf. Hat er ja unten, wie wir sehen. Ja, passt. Anschlüsse auch. Jetzt kommt hier unser HW80. Wie wir sehen, hier auch optimal. Interessant ist, ist mir jetzt gerade aufgefallen, hier die Zapfwelle hinten drin ist sauber. Hat er hier vorne noch einen? Ja, hat hier vorne einen. Sehen wir jetzt, passt genauso. Falscher Gang. Vorne der Zapfwelle ist jedenfalls eingesaut. Jetzt kommt hier unsere Fronthydraulik zum Test. Das Tolle dran ist, mir gefällt hier, dass die Achse jetzt nicht gesperrt ist vorne. Weil er gegen den Frontlader. Jawohl, sehen wir hier, passt optimal. Stellen den jetzt einfach hier vorne hin. Fürs Shooting natürlich nachher. Tappen wir hier den nächsten Mal rein. Hat jetzt hier vorne das Gewicht dran. Mal einfach mal so testen, ob das jetzt auch da ist oder nicht. Nein, es ist nicht da. Passt ganz gut. Stellen wir mal so her. Eins ist mir aufgefallen. Ja, ich habe ja die Zwillingsbereifung nicht gekauft. Das werden wir dann noch nachholen. Das werden wir jetzt gleich dann machen. Nachdem wir hier mit denen hier unseren Lichttest natürlich gemacht haben. So, sehen wir jetzt da hier mal die Lok uns an. Da sehen wir hier, die Lok ist fehlerfrei. Das ist ganz super, weil ein Mod wieder mal so haben, wo man sagt, ja, man hat einen großen Spaß, ein Video zu machen, weil der Mod ja fehlerfrei ist. So, Rundumleuchte. Jetzt gehen wir jetzt mal die Innensicht mal rein. Machen wir das Licht an. Also hier innen drin schon mal leuchtet. Kontrolllampen. Blinker funktionieren. Für Zusatzscheinwerfer leider nicht. Warnblinkanlage. Ja, aber mittendrin das reicht leider nicht. So. Ja, Spiegeln funktionieren, sind vorhanden. Wie wir sehen, Pedale auch funktionieren. Animation der Geschwindigkeitsanzeige ist auch da. Müssen wir mal kurz mal gucken. Ah, wir haben die Frontladerkonsole noch drauf. Also jetzt können wir auch gleichzeitig natürlich dann testen, ob jetzt die Frontladerkonsole innen drin auch der Zeus-Deck auch animiert ist. Das wäre ja echt nice. So. Leider sehen wir hier leider nicht animiert das, aber ist nicht schlimm, finde ich. Es gibt Schlimmeres auf der Welt. Oh, jetzt da haben wir den rüber. Wie gesagt, wir schauen uns das gleiche nochmal an mit der Zwillingsbereifung und die Pflegebereifung. So. Ah, den Lichttest habe ich nicht komplett durchgeführt. Ja, das machen wir mal gleich nochmal machen. Ja, ich bin heute ein bisschen nett, wie soll ich sagen, bei Sache, kommt mir vor, zu wenig schlafen. Gestern viel LS gezockt, mal wieder. So, wir wollen ja die Pflegebereifung einmal kaufen. Da können wir ja natürlich hier mal auch einen anderen Mann uns zulegen. Dass wir hier auch eine
Boah, das sieht ja nice aus. Dann nehmen wir hier noch den mal so. Nehmen wir hier in Schwarz. Dann hätten wir ja ein Black Beauty und dass das noch besser zur Geltung kommt, natürlich alles in Chrom. Ja, tappen wir jetzt mal rein in den hier. Weiß es nicht warum, dass ich das nicht gemacht habe. Irgendwie ein Aussetzer, ich habe vielleicht auch noch zu wenig getrunken. Wir sind ja alle auch Menschen und Pleiten, Pech und Pannen gehören dazu. Andere sagen, ja, da hat sie nicht alle, aber wir sind ja auch nur alle Menschen. So, Blinker. Zumindest ich habe meinen Fehler bemerkt. Wie wir sehen, ja, Schein hier funktioniert. Normale F. Licht hinten aber auch ein Schein da. Rückfahrlicht hatte keins, aber Bremslicht funktioniert. So, dann haben wir jetzt hier Nummer 6, vorne Nummer 5. Jedenfalls sieht das optimal aus. Jetzt können wir jetzt wieder tatsächliche Geschichte rübergehen ins Tageswesen, weil muss auch sein. Ja, jedenfalls, ich finde, es sieht so ganz super toll aus. Kann man sagen, ja, es ist ein toller Mod. Jetzt kann man noch hergehen. Schauen wir hier auf die Zeichnung natürlich noch auf. Da haben wir jetzt hier den 926er. Den 916 haben wir hier. Dann haben wir hier den 926er. Der ist so eingesaut. Ich kann das nicht lesen. Aber hier drüben. Im, ich sag mal so, im Black Beauty 916er. Jedenfalls echt hammermäßig cool mit den Chromfelgen. Mir gefällt das ganz gut. Die Spuren macht er auch, wenn wir sehen. Das ist das Wichtigste, was ich so her sagen kann, weil sonst passt das nicht. Meiner Meinung nach. Ja, wenn dir mein Video natürlich gefallen hat mit Pleiten, Pech und Pannen, ja, würde ich mich freuen, wenn du reinschaust. Hiermit sage ich Servus, grüß euch, euer Franz.